Hier in der Nähe gibt es eine Firefly-Basis. Vorsichtig sein und zusammenbleiben. Cruel Intro, ja, bitte. Ja. Hi. Und willkommen bei Let's Play. Was spielen wir eigentlich? The Last of Us Multiplayer. Ist so verwirrend. Wir spielen so viel parallel im Moment mit Trine und PT und alles. Und ja, ihr wisst schon. Wow, wer schiebt mich denn hier zur Seite? Ich wurde richtig heftig zur Seite geschoben. Bin geglitscht hier schon zur Seite. Heftig gegluschelt, gekuschelt. Ich sage schon wieder ein Sniper. Schon wieder ein Sniper da hinten, das ist doch witzlos. Ja, in der letzten Runde habe ich mich ja als Sniper versucht, das ist kläglich gescheitert. Diesmal nehme ich ein halbautomatisches Gewehr mit hoher Schussfolge. Das ist genau mein Ding. Die sind da übrigens alle. Schön. Habe ich sie mal aufgemischt. Die haben mich erwischt. Reicht ja nicht. Aha. Einer weniger. Ja. Einer weniger. Yeah. Mal schön rangenommen cool hier. Hast du gut gemacht, Kazuya. Ja, danke. Danke für das Lob. Damit haben sie gar nicht gerechnet, dass da mal jemand durchs Loch kommt, scheinbar. Tja. Aber gut, Überraschungseffekt gelungen. Tja, die sind intelligent, aber nicht erfahren. Ihre Struktur deutet auf zweidimensionales Denken hin. Mal wieder ein Zitat aus Star Trek 2, der Zorn des Khan, um mal wieder zu beweisen, was für ein unglaublicher Nerd ich bin. Nerd. Ja, der Letzte. Wo ist er? Er ist wahrscheinlich erstmal vor lauter Panik geflohen. Höchstwahrscheinlich. Ich baue noch ein paar Kisten. Ich baue noch ein paar Kisten, genau. Ja, mach das mal. Ja, hier, wo ich gerade bin, da könnte noch ruhig eine hingestellt werden. Ja, ich bin gleich da, halt die Stellung. Ich brauche noch Kistenbaumaterial. Hä? Okay, ihr wisst schon, was ich meine. So geil. Ich brauche Hilfe. Ja, ich bin gerade ein bisschen stolz. Es ist gut gegangen, aber ich wette, wenn sie einigermaßen schlau sind, unsere Feinde, wird mir das kein zweites Mal gelingen. Dann bemühe ich mich nämlich beim nächsten Mal von einer ganz anderen Stelle zu kommen, um halt möglichst unberechenbar für den Feind zu bleiben. Aber manchmal oder meistens gelingt es nicht. Glaube ich auch nicht, dass dir das nochmal gelingt. Einmal, ich kann mich an eine Runde auf der PS3 erinnern, da hatten wir das mal. Da sind unsere Feinde immer wieder auf denselben Trigger reingefallen und wir haben sie eiskalt dezimiert. 4-0 war das, glaube ich. Ja, man ist auch manchmal ein bisschen eingefahren, sag ich mal, was so bestimmte Mütze. Ich sehe ihn. Er ist auf der anderen Seite. Ich nähere mich von rechts hier langsam und du gehst da lang. Okay. Ja, ich sehe ihn ganz deutlich. Er geht gerade Richtung Fenster. Er sieht uns wahrscheinlich. Tada! Alle 4 Kills gehen an mich. Nice! Da hast du einen Molotow und eine Rauchbombe und eine Nagelbombe. Nimm das! Das war doch ein Erfolg. Ja. Jetzt haben die Angst vor mir. Zu Recht. Ich bin Kazuya. Ja, der Name klingt schon so unheilvoll. Macht man sich gleich ins Höschen. Hilfe! Ich nenne dich ab jetzt nur noch Helmut. Moment. Ich bin fertig. Los geht's. Genau, ich bin der Helmut. Er zittert vor mir, ich bin Helmut. Alle, die Helmut heißen, sollen sich nicht persönlich beleidigt fühlen. Das ist ein Kompliment. Ich finde den Namen toll. Unser Kumpel hier ist ein bisschen in Bedrängnis. Vorsicht. Ja. Sorry, Mann. Kommt jemand mit? Ich hab eine Rauchbombe geworfen. Och, oh, Scheiße. Ja. Entschuldigung, das wollte ich jetzt gar nicht. Uniformiert werden! Aber nicht abschalten. Yeah! Was ist hier los? Alle tot geprügelt hier. Jawohl, so tut man das. Also diese Szene wird auf jeden Fall in meinem speziellen Video mit der speziellen Bud Spencer und Terence Hill Musik landen, wenn du weißt, was ich meine. Falls ihr euch jetzt gerade alle fragt, wovon redet der Kazuya, das werdet ihr irgendwann mal sehen. Ich habe da was ganz Lustiges geplant.
Heutzutage arbeiten wir wirtschaftlich korrekt. Heutzutage muss man Munition sparen. Man kennt es in diesen apokalyptischen Zeiten hier. Da wird eben gekloppt, was das Zeug hält. So ist das. Das nennt man Survival, Leute. Ich darf nichts mehr trinken. So. Ja genau, ich wusste, dass du das tust. Ich komm mit. Jetzt machen es alle. Na ja, klar. Down. Gut, Schäfer. Jetzt hat er mich. Naja, kann nicht immer klappen. Helft mir! Nein, einer ist da hinter dem Tresen, da in der Nähe von mir. Ja, ich weiß. Nein! Ah! Ich dachte, ich hätte ihn getroffen. Ich bin gleich tot. Sowas von tot. Aber ich habe ihm noch die Rüstung weggeschossen. Hilfe! Oh oh, oh oh, er ist da. Ja, er tötet mich gerade. Gib's ihm, der Letzte. Es ist der Letzte. Es ist der Letzte, Mann. Mach ihn platt. Platt, ja. Oder beleb los, mich wieder. Charlie. Beleb mich lieber wieder. Okay, der ist gerade ein bisschen doof. Der könnte dich ja mal wiederbeleben, aber er tut es nicht. Jo, mal. Er zieht es vor, okay. Alleine zu jagen. Ich muss halt wieder um ein... Oh, du voll... Nee, keine Schimpfworte, keine Schimpfworte. Da, ich sterb vor deinen Augen. Hast du toll gemacht. Nee. Wenn er ihn jetzt killt, ist es okay. Dann ist alles passt. Ja. Hat er gut gemacht. 3-0. Ja. Aber in dieser Runde hat sich der King of the Round gerade mal ein bisschen überschätzt. Aber trotzdem, wir sind tatsächlich das zweite Mal drauf reingefallen. Da konnte ich den einen von hinten tatsächlich überraschen. Das ist seltsam. Hm. Aber nochmal wird uns das jetzt wirklich nicht gelingen, weil sonst wird das echt seltsam. Hm. Wenn die sogar noch ein drittes Mal darauf reinfallen, ich weiß ja nicht. Abmarsch. Dann wüsste ich ja echt nicht, was ich davon noch halten soll. Moment. Sie haben mich erwischt. Ah, sie haben mich. Ich bin leider verwundet. Ich muss mich verbinden. Das ist, wenn man sich nicht für eine Seite entscheiden kann hier. Hätte ich jetzt mal einen Messerkill geholfen für irgendwie. Ja, schön gemacht. Schnell. Wow. Los, schnell, bevor Verstärkung kommt. Ja. Ah, Verstärkung ist schon da. Nein, sie haben mich. Komm. Geh down. Ja. Sei vorsichtig. Da. Da ist er. Ach nee, das ist unser Freund. Das erinnert mich an unsere berühmte Runde, wo ich sagte, pass auf, rechts. Was geht denn ab? Du hast ihn. Jetzt. Angriff. Schnell. Nein! Shit, Mann! Was war das denn? Oh mein Gott. Eigentlich hätte er doch betäubt sein müssen. Verstehe ich nicht. Bist du noch da oder hast du gerade deine Stimme verloren? Ich bin geragequittet. Oh Mann, das ist doch nicht fair. Ich hab den gewinnen lassen wegen den Teilen, ist ja klar, ne? Muss ich ja nicht erwähnen wieder. Wie in jeder Folge. Aber ich bin unser erfolgreichster Killer, das freut mich sehr. Ah, solche solche Phasen habe ich nicht immer. Nur selten. Welche Freude. Einer hat wieder einen Bogen. Ist ja wunderbar. Egal, ich krieg ihn. Einer versucht sich hier wegzuschleichen, aber ich krieg den Arsch. Okay, fertig. Gut aufpassen. Die flüchten einfach. Super. Warte mal so gucken.
Oh shit. Ich bin verwundert. Die sind alle hier bei mir. Hilf mir. Nein, verdammt, sie haben mich. Da kannst du nicht gewinnen, da kannst du nicht gewinnen. Ich hab Raubmörder, der hat auch aufgehört. Toll. Oh je, was ist denn jetzt hier los? Es lief doch so gut. Hm. Bombest, scharf, aufpassen. Komm schon, Charlie, du musst angreifen. Charlie, alle Hunter, die nichts tun, kommen in die Hölle. Falls du gerade weißt, was ich damit meinte. Toller Zeichentrickfilm. Die Spannung ist, ja, definitiv meine Jugendliebe. Die Spannung ist unaufhaltbar. Nee, die hatten Molly, es ist alles vorbei. Nee, es ist nicht. Ich denke echt zu negativ. Es ist vorbei, aber egal, wir werden gewinnen. Wir werden gewinnen, die Fireflies bezwingen. Wir reißen ihnen die Flügel aus. Ha, 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 ha. Ja. Oh Mann, ich fühle mich so mächtig. Das freut mich für dich. Ich hätte mir lieber Rüstung holen sollen, nicht der Prahl. Egal. Egal jetzt. Ah, ich bin getroffen! Ja! Was ist denn da los bei euch? Ich bin hier gerade in eine andere Richtung gegangen. Ich bin raus. Rage Quit. Ah, einer kommt da aus der Richtung wieder. Nein. Scheiße, es sind zu viele. Oh je, oh je. Ich bin am Arsch. Lalalala. Das darf doch jetzt nicht wahr sein, dass die plötzlich gewinnen, diese Arschlöcher. Wahrscheinlich, nee, ne? Das wird doch jetzt nicht einer dieser Momente gewesen sein, eine dieser Runden, wo sie uns erst gewinnen lassen und uns dann auseinandernehmen, bitte nicht. Wie immer. Nee. Auf einmal fühle ich mich doch nicht mehr so mächtig. Aber ich habe 91 von 57 benötigten blauen Teilen, also ich bin ziemlich gut dabei in der Runde. Eine Sekunde. Warte mal, ich werde eine Rauchbombe basteln, dann kann ich was reißen. Wenn sie wieder alle ungefähr so auf einem Fleck sind, dann kann ich das ausnutzen. Vor allen Dingen, ich werde es diesmal anders machen. Ich werde mal von oben kommen. Diesmal kriegt mich der Bogenschütze auch nicht hier, Mann. Denn das hier ist die finale Runde. Wir haben noch 2 Minuten. Möglicherweise müssen wir in die Verlängerung. Wir schauen mal, Leute. Wie es läuft. Ich habe gerade Scheiße gebaut. So am laufenden Band und so. Aber gut. Ach herrje, ihr baut alle gerade ein bisschen Scheiße irgendwie, ne? Ohne dass es böse gemeint ist, aber es geht jetzt wieder mal echt, also wir haben echt Pech jetzt gerade. Weißt du, jetzt macht er eine Runde mal gut, ja, es tut mir leid, ich muss hier mal wieder alles rechnen, denn ich bin hier Helmut und so. Naja, ich bin in der Tat hier jetzt der Held. Sie sind alle da auf einem Fleck. Viel Spaß. Toll. Ging ins Leere. Achtung! Die ging auch ins Leere. Yeah! Toll, jetzt sind sie hochgerannt. Lol. Aber jetzt müssen sie mich doch mal anwendig gesehen haben. Probiert mal rauf! Oh je, na gut.
Hinterlasst uns gerne Likes und Kommentare und wie scheiße wir das sind, dass wir diesen vermeintlich sicheren Sieg wieder aus der Hand gegeben haben. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja, tut mir leid, ich war gerade ein bisschen sprachlos. Sprachlos hier. Ja. wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich habe dich unterbrochen, es tut mir leid. Ich bin gerade ein bisschen geflasht. Wusch, wusch. Ciao, ciao.